Das ist Paulina. Sie ist 3,5 Jahre alt. Die Kleine ist eine Kämpferin. Bei ihrer Geburt glaubte niemand daran, dass sie überleben würde. Denn Paulina kam 4,5 Monate zu früh auf die Welt. Und das ist das Mädchen am Tag seiner Geburt. Es ist der 8. Juni 2011. Paulina kommt nach nur 22 Wochen zur Welt. Normal wären 40. Die Ärztin meinte, 22. Woche ziemlich unwahrscheinlich, dass es überhaupt lebend rauskommt. Und ich habe mir mal gedacht, es hat im Bauch gelebt, wieso soll es also draußen nicht leben? Dann haben sie noch gesagt, dass wenn sie rosig rauskommen würde und nicht schon blau oder so, dass sie dann auf jeden Fall alles dafür tun, dass sie halt überlebt. Paulina kommt rosig auf die Welt, doch ihr Zustand ist kritisch. Meine Eltern und der Papa wurden halt rausgeschickt, weil sie halt immer noch von einer Fehlgeburt ausging. Und ja, dann kamen sie nachher nach 2-3 Mal Pressen und ja, hat dann gleich gestrampelt und gequiekt und alles, 3-mal aufgeschrien. Also so richtig, ja, als wenn sie schon reden will praktisch. Also hey, ich bin da, lasst mich auch. Die Kinderklinik in Neubrandenburg. Chefarzt Sven Armbrust kämpft hier jeden Tag um das Leben der Allerkleinsten. Auch Paulina war seine Patientin. Was für Chancen haben Sie der Kleinen eingeräumt, als Sie das erste Mal gesehen haben? Keine. Sie war da, sie war stabil, sie war gut beatmet. Und wenn man das so gesehen hat und dann die Schwangerschaftswoche gesehen hat, hat man so ein bisschen den Kopf gewiegt und gesagt, na gut, wir schauen mal, was draus wird. Aber so im tiefsten Inneren war keiner überzeugt, dass das ein gutes Ende nehmen würde. Normalerweise haben Kinder erst ab der 24. Schwangerschaftswoche eine kleine Chance zu überleben. Denn bei extremen Frühchen sind Lunge und Darmtrakt noch nicht voll ausgebildet und es kommt häufig zu Hirnblutungen und Herzproblemen. Dass Paulina es mit nur 22 Wochen schaffen könnte, war kaum vorstellbar. Doch das Baby lebt und es beginnt ein monatelanges Ringen um sein Überleben. Die Kleine muss permanent beatmet werden, droht zeitweise zu erblinden. Wir haben bei Paulina nach 3 Wochen eine Magen-Darm-Problematik gesehen, die entsprechend antibiotisch behandelt. Wir hatten zwischenzeitlich eine Bindehautentzündung, die wir behandelt haben. Und wir hatten eben nach etwas über 3 Monaten eine Lungenentzündung mit nachfolgender Sepsis, also einer Blutvergiftung, die auch entsprechend antibiotisch behandelt werden musste. Doch Paulina schafft es. November 2011. Die Kleine ist zwar schon 5 Monate auf der Welt, doch sie ist entwickelt wie ein Neugeborenes. Trotzdem sind die Ärzte mit ihrer kleinen Patientin zufrieden. Nur das Atmen klappt noch nicht alleine. Ihre Eltern sind glücklich. Paulina war für die seit Geburt im Rollstuhl sitzende Stefanie ein echtes Wunschkind. Auch Papa Marcel hat sich sofort in seine Tochter verliebt. Wissen Sie noch, als Sie das Kind das erste Mal berührt haben? Es ist ein unbeschreibliches Gefühl gewesen. Also ich habe selber Tränen in den Augen gehabt. Und in dem Moment hat sich auch das erste Mal, sag ich mal, meinen Finger genommen und hat ihn festgehalten und war einfach nur sagenhaft. Jeden Tag sind die beiden stundenlang im Krankenhaus bei ihrem Baby. Mama Stefanie schläft sogar hier, um nahe bei ihrer Tochter zu sein und sie, so oft es geht, in den Arm zu nehmen. Mittlerweile kann man es ja wenigstens täglich schon machen. Wo sie geboren wurde, natürlich die Zeit über, wo sie ganz klein war, nicht. Und deswegen genießt man es jetzt umso mehr. Januar 2012. Paulina ist inzwischen 7 Monate alt und endlich zu Hause. Eckerste Papa? Ja? Füttern, wickeln, trotz Rollstuhl ist das kein Problem für ihre Mutter. Ich bin an den Rollstuhl gewöhnt. Ich merke das gar nicht so wirklich, als wenn ich einen habe manchmal. Und ich denke mal, wenn man sich als normaler Mensch auch auf den Stuhl setzt und dann ein Kind, sag ich mal, wickelt oder fertig macht, ist das dasselbe. Kontrolltermin im Krankenhaus. Paulina hat sich gut entwickelt, braucht schon lange keine Beatmung mehr. Sven Armbrust hat die Kleine ein paar Wochen nicht gesehen und freut sich über den guten Gesundheitszustand seiner jungen Patientin.
Das kleine Herz schlägt kräftig und regelmäßig. Das ist ein rosiges Kind, das ist gut gediehen, ja, wenn man die Händchen sieht, das ist ein bisschen, der Speck ist jetzt übertrieben, aber es ist ein bisschen einfach was dran an ihr. Und wenn man überlegt, einfach was für eine schwere Zeit sie hinter sich hat, wie gesagt, die Lunge war das Problem, der Rest war immer eigentlich ganz gut. Und es ist trotzdem einfach schön zu sehen, dass sie damit mit all dem gut klarkommt, wächst und gedeiht, ihre Nahrung selber zu sich nimmt, trinkt. Und eigentlich, bis auf so Kleinigkeiten, die man jetzt als Fachmann sieht, überhaupt keinen Hinweis dafür gibt, dass es mal ein Frühchen, geschweige denn so ein Extremfrühchen war. Stefanie Möller ist jeden Tag mit ihrer Tochter an der frischen Luft. Da sie einen Elektrorollstuhl hat, kann sie mit der freien Hand den Kinderwagen schieben. Pauline hat sich an die Geschwindigkeit gewöhnt. Dadurch, dass ich ja den Elektrorollstuhl habe, geht das ganz, ganz fix und ganz gut. Also ich brauche hier einfach nur den Joystick halt nach vorne drücken, wie ganz normal beim Fahren. Und achte drauf, indem ich immer nach unten gucke, auch ja, wo ich hinfahre oder zu den Seiten zum Beispiel, ob da irgendwo mal eine Kante kommt und so. Und ja, und dann fahre ich halt ganz normal, schiebe ich den Kinderwagen auf. Heute ist Paulina 3,5 Jahre alt und fährt inzwischen selbst. Am liebsten ein Wettrennen mit ihrer Mutter. Hat sich super entwickelt bisher. Also ja, da kommen immer noch die Tränchen. Was macht dir denn am meisten Spaß auf dem Spielplatz? Rutschen. Rutschen ist ihr absolutes Ding. Also das liebt sie gerne. Ui! Ui, da runter. Ui! Paulina ist, was Größe und Gewicht angeht, normal entwickelt. Nur wegen ihrer Weitsichtigkeit braucht sie eine Brille. In ihrer Gesamtentwicklung ist sie jedoch ein gutes Jahr zurück. Ein einfaches Puzzle wie dieses kann sie gut lösen. Bei anderen Aufgaben merkt man leichte motorische Defizite. Deshalb muss sie 3-mal pro Woche zur Frühförderung. Paulina und ihre Eltern haben großes Glück gehabt, dass sich die Kleine vergleichsweise gut entwickelt. Das ist nicht selbstverständlich. Auf den Frühchenstationen ringen Ärzte jeden Tag aufs Neue um das Leben und die Gesundheit der Allerkleinsten. Wenn sie neonatologisch tätig sind, dann muss ihnen immer klar sein, dass sie, und wir reden ja über die extremst frühen Kinder, dass sie immer im Grenzbereich zum Leben arbeiten. Und der Grenzbereich, diese Grenze, die wir haben, eben mit den 24 Schwangerschaftswochen, da ist eben eine gewisse Grauzone drin. Und das impliziert eben, dass sie manchmal auch Kinder haben, wo sie konstatieren müssen, es geht einfach nicht. Aber der Preis der vielen gesunden Kinder, die wir letztendlich dann haben, die wir auf den Frühgeborenen treffen, dann sehen in den Kliniken, das ist dann der Preis zu sagen, dass es sich lohnt. Bei Paulina hat es sich gelohnt. Das Mädchen hat einen viel zu frühen Start gehabt. Aber sie hat allen gezeigt, ich will leben. Puschi, steckt mir nachher noch Blut im Kopf. Ja, und da.